Hallo, ich möchte jetzt wieder mal nach langer Zeit ein neues Video machen. Ich möchte in diesem Video von null anfangen und werde hier einfach eine Betonplatte, eine Wand und zu dieser Wand werden wir einfach einen Balkon dazu zeichnen, mit einer Treppe von mir aus. Aber das wird sich dann im Laufe des Videos herausstellen, wie ich das jetzt mache. Ich hoffe nur, dass man mich hier auch gut versteht. Grundsätzlich habe ich hier eine frische Version und ich habe hier im Prinzip folgendes Programm noch ausgeführt, welches auch bei der Installation auch abgefragt wird. Das heißt, ich habe hier auf Stahlbau, ISO CP Euro und Verwaltung BIM eingestellt. Dies wird natürlich auch bei der Installation auch abgefragt. Dies sind meine Einstellungen. Grundsätzlich ist jetzt HiCAD hier dann so installiert. Für mich ist natürlich diese 3D-Teilestruktur wichtig, das heißt, die ziehe ich hier mit der linken Maustaste per Drag und Drop raus und docke sie hier an dieses Fenster an, um hier meine Teilstruktur auch besser erkennen zu können. In dieser Zeit ist natürlich, oder werden sehr viele die Möglichkeit haben, zu Hause etwas zu probieren. Deswegen wäre es auch schön, wenn ihr unter den Videos oder unter dem Video auch posten würdet, was wollt ihr in nächster Zeit sehen, weil ich glaube, das wird in nächster Zeit so werden, dass ich auch sicher wieder mehr dazu kommen werde, Videos zu machen. Und das würde ich jetzt dann auch wieder ein bisschen mehr forcieren, damit die Leute auch zu Hause im Homeoffice dies probieren können. Ich werde hier natürlich mit dem Modul Verwaltung und BIM, sprich mit Helios arbeiten. Sprich, jetzt beginne ich hier einfach mit einem neuen Projekt. Das heißt, ich starte hier ein neues Projekt, wo ich hier meine Projektnummer eingebe. Beispiel VI für Video 001. So. 01. Die Kommission ist jetzt mein Video und das Los wird mein Balkon werden. So, danach starte ich mit einer neuen Konstruktion. Die alte will ich nicht speichern, das heißt, ich habe hier ein Gesamtmodell. So, weiters beginne ich hier dann mit einem 3D-Modell, wo ich hier dann zum Beispiel Modelliermodell definiere, wo ich dann auch dann Zeichnungen verwalten kann. 01 Gesamt zum Beispiel. So, in diesem Modell will ich natürlich im weiteren sich dann auch positionieren, sprich diesen Haken setze ich dann. Mit OK wird mir eine neue Konstruktion erzeugt, wo wir hier die erste Maske für das Gesamtmodell für die Hauptbaugruppe erzeugt wird. Sehr viele klicken hier auf Abbruch, ist aber ganz wichtig. Jede Konstruktion braucht im Prinzip ein Gesamtmodell, weil einfach viele Funktionen, sprich Treppe, Geländer, ohne dieses Haupt oder ohne diese Hauptbaugruppe nicht funktionieren. Das heißt, hier wird die Änderung, muss man hier einfach sagen, Änderung übernehmen. Ich sage hier aber trotzdem nochmal, das ist mein Ball. Vielleicht wird es auch gar kein Balkon, das wird sich wirklich erst herausstellen. Grundsätzlich beginne ich hier mit einer Betonplatte, sprich ich starte mit der Skizze, gehe hier auf eine neue Skizze und wähle meine Ebene aus. Ich starte hier natürlich von der XY-Ebene, damit ich hier auch die Draufsicht und Voransicht auch richtig definieren kann. Jetzt kann ich mit dem Rechteck einen Startpunkt angeben, das heißt, ich klicke hier die linke Maustaste. Man sieht auch hier, ich wäre hier jetzt auf dem Nullpunkt. Mit der linken Maustaste bestätigen, die Maus ziehen und jetzt, wie man hier unten auch sieht, in der links unten, kann ich zum Beispiel mit der Leertaste die Leertaste drücken und zum Beispiel sagen, die Betonplatte soll jetzt mal 9 Meter lang sein, Leertaste und von mir aus 5 Meter breit. Mit OK wird mir hier ein Rechteck erzeugt, das diese Abmessung hat. Grundsätzlich kann ich hier mit der intelligenten Bemaßung hier auch diese Kanten anwählen und sagen zum Beispiel, da soll dieser Abstand zusätzlich noch haben, falls ich irgendwelche Änderungen habe. Dabei fällt mir auf, sehr viele gehen hier, weil es natürlich einfacher wäre, und klicken nur diese Linie an, was ein ähnliches Ergebnis wäre, aber ich wähle bewusst immer beide Kanten an, weil diese dann damit sogleich auch eine Parallelität haben. Sprich, sehr oft ist dann der Fall, dass diese Skizzen dann einfach irgendwie im Raum verspringen durch die
Anwahl der Kanten kann mir das natürlich dann nicht mehr passieren. Grundsätzlich im Hackathon ist es natürlich so, rechte Maustasten, also wenn ich über diese Skizze fahre, rechte Maustaste, weil es ist hier gehighlightet, rechte Maustaste, dann kann ich hier habe ich hier meine Menüs. Was hier auch wichtig ist, ich habe hier links unten diesen Stift, wo ich diese Menüs auch anpassen kann. Das heißt, im Normalfall schiebe ich alle Regler komplett nach rechts, so, um hier auch die Icons besser zu sehen und alles in einer Reihe zu haben. Dies hier mit diesem Stift. Grundsätzlich hätte ich hier die Möglichkeit, gleich direkt einen Betonkörper zu erzeugen. Ich werde hier aber einfach mal mit einem normalen Translationsteil beginnen und danach den Werkstoff vergeben. So, mit dem Translationsteil komme ich hier in dieses Menü. Ganz am Anfang, wenn HiCut neu installiert ist, ist hier diese Vorschau aktiv. Sprich, hier hat man keine Einstellungsmöglichkeiten zum Definieren. Das heißt, man muss ganz am Anfang sagen, die Vorschau deaktivieren, weil hier auch dann dynamisch angehakt ist. Und hier kann ich dann mit der Werteingabe arbeiten und kann hier sagen, zum Beispiel, du sollst 250 hoch sein. Ich vergebe dem hier auch gleich einen Namen, Betonplatte, und sage im Prinzip hier erzeugen. Jetzt sieht man hier, hat HiCut mir ein 3D-Teil angelegt, welches ich hier schon erzeugt habe. Grundsätzlich ist so, der Werkstoff, zum Beispiel Beton, ist eigentlich nur wichtig für die Schnittansicht. Sprich, das werden wir dann in späterer Hinsicht sehen, dass wir hier dann einen Schnitt machen, und in diesem Schnitt ist es so, dass dann die Schraffur auch passen sollte. Jetzt möchte ich aber noch also eine Wand hinten haben. Das heißt, ich gehe hier wieder auf eine Skizze und lege diese Skizze hier drauf. Kann natürlich hier einfach ein Rechteck zeichnen, das irgendeine Abmessung hat. Die ist mir jetzt egal. Für mich ist jetzt wichtig, ich möchte, dass diese Skizze links und rechts gleich ist. Sprich, ich nehme hier diese Gleichlage und sage, diese Kante soll mit dieser Kante gleich sein. Man sieht hier, HiCut hat mir automatisch hier diese Bedingung eingetragen. Dasselbe mache ich hier auf dieser Seite auch noch. Gehe dann weiter zum Beispiel zur intelligenten Bemaßung und sage, diese Kante soll 250 mm auseinander sein. Das heißt, die Wand soll 250 mm stark sein. Ich möchte hier einfach noch von der hinteren Seite zum Beispiel einfach 500 mm wegbleiben. Grundsätzlich ist wieder der gleiche Vorgang, rechte Maustaste, Translationsteil. Und jetzt gebe ich natürlich einen höheren Wert ein, sprich, ich gebe hier einfach mal 8 Meter ein und sage Wand hinten als Namen. Mit Übernehmen habe ich hier diese Wand erzeugt. So, für mich ist natürlich extrem wichtig, dass ich hier eine Strukturierung habe, sprich, ich habe hier die Möglichkeit, eine neue Baugruppe zu erzeugen, also unter 3D-Standard-Baugruppe, und sage hier, das ist mein. Sind meine bauseitigen Teile, also Bauseits. Diese sollen nicht stücklistenrelevant sein, weil sie einfach für mich eine Hilfe sein soll. Und ich möchte das zur Strukturierung nehmen, deswegen nehme ich das als Strukturbaugruppe. So, das heißt, diese Teile kann ich hier mit der Steuerungstaste mehrfach anwählen, so wie auch im Explorer, und kann die per Drag und Drop in diesen Ordner Bauseits oder in diese Struktur Bauseits reinziehen. Die sind hier einfach reingezogen. Man sieht hier zum Beispiel, dass diese Konstruktion einfach nicht gespeichert worden ist. Deswegen sind auch diese gelben Is. Sprich, wenn ich hier sage Speichern, dann wird diese Konstruktion gespeichert und die gelben I verschwinden. So, ich möchte hier dann natürlich noch sage jetzt mal, eine Türe für den Balkon einbauen. Sprich, ich gehe auf das Teil, welches ich hier bearbeiten möchte, sage rechte Maustaste und wähle den Befehl Ausnehmen. So, jetzt fragt mich HiCut links unten, auf welche Ebene, sprich, ich gebe hier diese Ebene, und ich persönlich habe mir immer angewöhnt, dass ich meine Ebene auf XY logisch lege, das heißt X in waagrecht, Y senkrecht, damit ich einfach in Zukunft auch immer oder nicht so darauf aufpassen muss. Wenn man sich das einmal angewöhnt, dann geht es natürlich in Zukunft auch viel leichter. Sprich, ich wähle hier mit der linken Maustaste die Ebene an. HiCut erzeugt mir hier in der Teilestruktur eine Skizze, wechselt automatisch in den Ribbon-Skizze, und ich kann hier einfach mal mein Rechteck zeichnen. So, mein Naturmaß wurde hier einfach mal von dieser Kante genommen und ist auf 3000, also auf 3 Meter
Mit OK oder Enter wurde das hier bestätigt. Die Breite der Türe ist jetzt auf 1100. Und ich sage im Prinzip, von der rechten Seite war das Naturmaß auf 2,50 Meter. So, die Höhe ist natürlich auch noch wichtig. Das heißt, ich möchte hier 2,20 Meter als Höhe haben. So, ich kann hier natürlich sagen, soll ganz durchgehen, und ich sage einfach nur ausnehmen, und Heikart hat mir auch sofort hier diese Türe reingemacht. Jetzt ist auch wichtig, im Heikart ist so, dass wenn ich hier auf das aktive das Teil anklicke, dann sehe ich hier links unten mein aktives Feature für das jeweilige Teil. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich immer hier die Maße, die ich an dieses Teil gesetzt habe, sprich hier die Ausnehmung. Und ich könnte hier auch sagen, okay, nein, du bist hier auf 1,50 Meter oder zum Beispiel auch auf 3,50 Meter. So kann ich die Werte relativ einfach abändern und kann meine Teile auch wieder positionieren. So, in HiCut ist natürlich wichtig, da wir im 3D arbeiten, man sieht hier diesen sogenannten Ansichtsrahmen. Wenn ich hier auf, wenn dieser Ansichtsrahmen definiert ist oder ausgewählt ist, sprich, ich bin mit der Maus drüber gefahren, dann habe ich die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste die Befehle für die Ansichten auszuwählen. So, ich möchte hier einfach mal mit vier Standardansichten erzeugen. Das heißt, ich sage hier, erzeuge mir vier Standardansichten, und HiCut erzeugt mir hier einfach mal vier Standardansichten. Ich habe den vorigen Dialog noch einfach mit Ja bestätigt, dass ich diese Funktion ausführen möchte. So, man sieht hier, ich habe hier diese 3D-Ansichten, und diese sind im Prinzip immer dieselben Ansichten. Deswegen ist es auch egal, in welcher Ansicht ich weiterhin arbeite. So, was für mich natürlich wichtig ist, dass ich die Höhenquote mache. Das heißt, ich möchte natürlich absolut zeichnen, sprich, ich werde hier mal eine Höhenquote legen. Und man sieht hier, dass diese Höhenquote eigentlich sehr klein ist. Sprich, grundsätzlich, wenn ich eine neue Konstruktion anlege, dann ist standardmäßig eingestellt der Hauptmaßstab von 1 zu 1, welchen ich jetzt einfach mal auf 1 zu 20 ändere. Also konstruiert wird immer im Maßstab 1 zu 1. Hier geht es nur um die Größe der Bemaßungen. Sprich, diese Maß, diese Höhenquote wurde mir hier nach außen gezogen. Bei Drag und Drop kann ich die natürlich noch nach innen ziehen, damit ich mich hier besser auskenne. Man sieht hier auch, dass meine Einstellung so dargestellt ist, dass die Maßlinien gekürzt sind und punktiert. Das kann ich hier natürlich über die Maßparameter relativ einfach ändern, dass ich hier einfach mal sage, okay, ich möchte jetzt ungekürzte Maßlinien haben, was mir persönlich viel besser gefällt. Und ich möchte einfach die Schriftgröße auch auf 3,5 umstellen. Mit OK habe ich das hier einfach in dieser Konstruktion geändert für alle neuen Maße. Wenn ich hier dann sage Parameter speichern, dann wird dies übergeordnet gespeichert. Ich kann natürlich hier entweder dies neu löschen oder die Werte übertragen. Ich möchte hier einfach nochmal ein neues Maß erzeugen. Man sieht hier auch, dass automatisch die Maßlinie jetzt ungekürzt ist, was für mir persönlich wirklich besser gefällt. So, ich kann natürlich hierher gehen und sagen, ich möchte dieses Teil verschieben. Diese gleiche Kombination kann ich auch hier, wenn ich über ein Teil gehe, linke Maustaste gedrückt und mit der linken Maustaste draufbleiben und einmal die rechte Maustaste. Sprich, HiCut ist mir jetzt automatisch in der Teilestruktur eine Struktur nach oben gegangen, was ich natürlich bei Höhenquoten, bei Blechkantteilen sehr viel brauche. Und kann zum Beispiel sagen, ich möchte einen Punkt verschieben. Das heißt, ich möchte hier diesen Punkt, der hier auf plus 250 ist, sprich, ich nehme diesen Punkt, habe das Teil am Cursor und kann jetzt zum Beispiel die, auf der Tastatur die Taste A drücken und sagen, ich möchte, dass dieser Punkt auf den, auf die Koordinaten 0, Leerzeichen 0, Leerzeichen 0, also auf den absoluten Nullpunkt kommt. Und habe das jetzt nicht gemacht. Okay, das heißt, ich möchte diesen Punkt auf absolut 0 haben. Das ach so, okay, das war jetzt mein Fehler natürlich. So, auf die Ebenen war natürlich ausgeschalten, deswegen war es jetzt natürlich auf dem richtigen auf der richtigen Ebene, sprich, ich habe die Ebenen gelöscht, weil auf das aktive
Koordinatensystem ist es gegangen. Das war mein Fehler, aber das passiert natürlich. Jetzt habe ich hier einfach mal die Ebene gelöscht und auf den absoluten Nullpunkt gesetzt, damit ich einfach für meine Kontrolle in weiterer Hinsicht einfach besser arbeiten kann. Das heißt, ich sehe auch hier meine Höhenquote, wo ich dann unterwegs bin. Das heißt, ich kann natürlich hier jederzeit an allen Stellen meine Koordinaten ändern oder bemaßen. Ich möchte jetzt von dieser Ansicht einen Schnitt erzeugen, sprich ich gehe auf die rechte Maustaste dieser Ansicht und sage, ich möchte hier eine neue Schnittansicht erzeugen. Diese Schnittansicht soll hier durch diese Ausnehmung, sprich durch diese Türe gehen und soll die dahinterliegenden Teile erzeugen. Mit erzeugen kann ich auswählen, ob die Ansicht nach links oder rechts geht. Ich möchte diese nach links herziehen und ich sehe hier sofort meine Schnittansicht. So, jetzt möchte ich auf die Schraffur gehen, sprich die Schraffur sieht man natürlich nur in diesen Glas- oder Vektorberechnungen, das heißt in dieser Darstellungsart. Man sieht hier aber auch, dass diese Schraffur einfach nicht passend ist. Und jetzt möchte ich diese zwei Teile, sprich ich kann die natürlich auch in der Grafik mit der Steuerung auswählen, rechte Maustasten, Eigenschaften und kann hier einen Werkstoff zuordnen. Das heißt, ich gehe hier auf die Anwenderwerkstoffe, Bauwesen und kann hier sagen, zum Beispiel, ich möchte beide auf dem Werkstoff Beton bewährt gehen. HiCut streicht mir automatisch diese Ansicht durch, weil der Schnitt nicht aktuell ist. Ich kann dies mit der rechten Maustaste sofort aktualisieren und sehe dann hier die richtige Schraffur. Die hängt natürlich vom Hauptmaßstab ab, von dem Abstand. So. Könnte natürlich hier unter Konstruktion, hätte ich noch die weiteren Möglichkeiten, die Schraffuren maßstabsabhängig oder unabhängig darzustellen. Und man sieht hier einfach den Unterschied, dass es hier dann einfach kleiner dargestellt wird, die Schraffur. Was jedoch eigentlich nur rein für die Konstruktion, in der Konstruktion sichtbar ist. So, ich werde natürlich immer wieder gefragt, weil einfach sehr viele Leute mit Achsrastern arbeiten möchten. Natürlich habe ich da auch die Möglichkeit, also einmal gibt es unter Konstruktion die Möglichkeit, hier einen 3D-Raster zu erzeugen oder auch im Bereich Stahlbau habe ich hier die Möglichkeit, einen 3D-Raster zu erzeugen. Sind im Prinzip beides dieselben Funktionen. So kann ich den im Prinzip starten. Mit OK kann ich diesen Raster gleich einfügen. Das heißt, Passpunkt an Teil, rechte Maustaste ist Nullpunkt. Ich sage einfach mal rechte Maustaste und HiCut hat mir diesen Raster auf den absoluten Nullpunkt gelegt. Dieser wurde natürlich hier auch in der 3D-Teilestruktur erzeugt, welchen ich natürlich mit Doppelklick jederzeit ändern kann. Ich möchte hier einfach mal zum Beispiel drei Ebenen erzeugen, wo ich hier mit Doppelklick zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe einen Fußbodenaufbau von 140 trotzdem noch und hier werden immer die Werte vom Vorher übernommen. Das heißt, ich möchte jetzt 3000 minus 140, das lässt er jetzt da nicht rein, das heißt, ich müsste ja rechnen. Das heißt, wenn ich jetzt sage 2860, wäre das Folgemaß. Mit OK habe ich hier sofort den zweiten Raster, was ich hier natürlich wesentlich einfacher in dieser Ansicht sehe und kann diesen Raster mir beliebig ändern, erweitern und darstellen. So, dazu werde ich hier diesen Abstand in X-Richtung, ich werde hier einfach mal mit drei Rastern arbeiten oder drei Werten arbeiten. Das heißt, für meine Säulen, diese Säulen, die sollen einfach mal, ich sage jetzt mal, 2500 auseinander sein. Das könnte ich hier aber auch, dass ich sofort sage, okay, 2500 für beide, dann werden mir hier beide Werte sofort auf diesen Wert geändert. So, man sieht hier, ich habe diesen Raster in zwei Richtungen. Diesen kann ich natürlich beliebig erweitern, was mir jetzt aber, sage ich jetzt mal, eher egal ist. Ich möchte hier einfach mal in dieser Ansicht diesen Raster, sprich diesen Punkt, auf einen gewissen Punkt bekommen. Und zwar möchte ich hier, dass die erste Säule, keine Ahnung, 150 oder sagen wir 300 mm von der Türe nach rechts verschoben wird. Und wie könnte ich das zum Beispiel jetzt machen? Da gibt es natürlich viele Befehle. Der einfachste Befehl, den ich halt am liebsten mache, sind diese 2D-Funktionen oder die 2D-Befehle. Ob ich den jetzt in der Draufsicht mache oder in der Vordersicht, ist im Prinzip völlig egal. Ich wechsle jedoch in eine Vektorberechnung, sprich in Hiddenline und sage zum Beispiel, dieser Raster mit der rechten Maustaste soll zweidimensional verschoben werden und sage, dieser Punkt soll hierher kommen,
und soll noch zusätzlich 350, haben wir jetzt gesagt, weiter verschoben werden. Das heißt, dieser Raster ist jetzt im Prinzip von dieser Türe 350 mm weg. Ich könnte natürlich hier diesen Raster beliebig erweitern, dass ich sage, okay, ich möchte hier noch eine vierte Ebene haben und diese vierte Ebene soll einfach noch, sage ich jetzt mal, bei der Türe haben wir jetzt zum Beispiel 50 mm noch Aufbau zusätzlich aufgebaut werden. Das heißt, ich habe hier zusätzlich meinen weiteren Raster. So, weiters ist jetzt so, ich möchte natürlich hier am beginnen zu konstruieren, dass man auch mal Teile sieht. Dazu lege ich mir als erstes eine Ebene. Diese kann ich hier gleich direkt auf die richtige Ebene legen. Ich möchte jedoch zeigen, dass ich diese Ebene hier herlege. Das sprich, ich habe meine Ebene gelegt und ich kann diese per Drag und Drop zum Beispiel auf diesen Punkt legen. So, das heißt, meine Ebene ist jetzt, so wie man sie auch sieht, auf der Ebene für der Unterkante für die Türe und ich kann hier zum Beispiel auch beginnen. Ich sehe jetzt gerade, dass ich hier in dieser Ansicht den Raster in die Y-Ebene noch nicht versetzt habe. Das heißt, ich werde das einfach hier mal machen, dass ich hier den gleichen Befehl anwähle und sage zum Beispiel, dieser Punkt soll lotrecht auf diesen Punkt kommen. Das heißt, er ist einmal mit der Hinterkante bündig, damit ich auch einen schönen Bezug habe. Die Maße sind mir für mich jetzt eher nebensächlich. So, was ich grundsätzlich mache, ich beginne weiters mit meiner Strukturierung. Kann natürlich hier wieder auf Baugruppe gehen und sage zum Beispiel, das ist jetzt mein Balkon. Der soll natürlich auch nicht stücklist relevant werden, aber für die Strukturierung helfen. Damit habe ich hier meine Strukturierung Balkon erzeugt. So, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das zu machen. Das heißt, ich werde hier einfach mal, oder ich gehe hier in den Stahlbau, wähle hier aus meiner Normteilbibliothek meine Profile aus, wähle hier zum Beispiel ein E-Profil aus und beginne mit einem zum Beispiel IBE. So, hier. Wähle hier zum Beispiel einen 200er aus. Unten kann ich hier noch natürlich die Werkstoffe klassifizieren und mit OK kann ich den einbauen. Wichtig ist hierbei bei diesem Menü, dass ich hier auf dieser Skizze bleibe. Also einbauen mit Skizzierer über zwei Punkte. Hier kann ich noch definieren den Schwerpunkt. Ich starte einfach mal. Der erste Punkt, das ist dieser J-Punkt des Stahlbaurasters. Ich starte hier von hier nach hier. Das heißt, man sieht hier, ich habe mein erstes Profil eingebaut. Im 3D sieht man das natürlich leichter. Wo habe ich es eingebaut? Derzeit über den, sprich über dem Schwerpunkt. Ich könnte natürlich jederzeit sagen, ich möchte hier oben Achse wählen. Für mich ist natürlich immer wichtig, man muss sehr viel ändern können. Sprich, ich gehe davon aus, dass ich dieses Profil natürlich falsch einbaue und möchte einfach das nachträglich zeigen, wie ich es abändern kann. So, ich kann natürlich hier von hier nach hier und hier nach hier meine Profile einfach mal reintun. So, man sieht sofort, dass es in allen Ansichten sofort sichtbar ist und ich beginne natürlich hier, dies gleich in den Balkon reinzuziehen, um natürlich dies auch richtig zu haben. So, hier gibt es natürlich die unterschiedlichsten Befehle, wie ich dies hier weiter bearbeiten kann. Im Prinzip möchte ich hier trotzdem noch einen weiteren, diesen Träger auch kopieren. Das heißt, ich gehe einfach auf den Träger, damit er leuchtet, rechte Maustaste und wähle zum Beispiel Teil wiederholen über 3D-Punkte. Das heißt, ich kann hier diesen die Träger einfach nur ganz normal kopieren. Hier kann ich die Anzahl angeben, also 2 die Gesamtanzahl und will hier einfach, ich möchte den von dem Punkt zu diesem Punkt weiter kopieren. So, grundsätzlich ist natürlich so, dass ich hier jederzeit über das Feature Doppelklick den Träger natürlich hier auch jederzeit auf einen anderen Träger abändern kann. Das ist natürlich jederzeit möglich. Jetzt ist genau das Thema, dass wir hier eigentlich diese Träger auf unterschiedlichen Höhen haben. Und ich möchte jetzt aber grundsätzlich auch hier mit den unterschiedlichen Ansichten arbeiten. Also ich persönlich habe mir das so angewöhnt, dass ich jetzt nicht im Normalfall nicht alle Ansichten immer darstelle. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit oder wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, nur aktive Ansicht darstellen. Das heißt, jetzt wird mir nur die aktive Ansicht dargestellt und ich wechsle eigentlich hier nur über die im Ansichtsribbon die unterschiedlichen Ansichten hin und her.
Dafür ist aber für mich wichtig, dass die auch einen klaren Namen haben. Sprich hier, die Axonometrie ist natürlich klar, aber ich möchte auch zeigen, dass ich diese jederzeit abändern kann. 3D-Ansicht. Grundsätzlich, es ist jede dieser Ansichten dreidimensional. Das heißt, wenn ich hier die mit der mittleren Maustaste drehen möchte, ich bin noch immer mit der mittleren Maustaste drauf, das heißt, das ist diese 3D-Ansicht. Während ich da drauf bin, kann ich sagen, rechte Maustaste und kann sagen, zum Beispiel zurück, damit ich wieder in die Draufsicht komme. Oder ich habe die Möglichkeiten, diese Ansicht zu arretieren, das heißt zu sperren. Sprich, wenn ich diese Ansicht drehe und auslasse, springt sie immer wieder in die vorhergehende Ansicht zurück. So, ich wechsle jetzt in die Voransicht und möchte einfach mal den oberen Bereich auf die richtige Höhe bringen. Das heißt, ich möchte hier, dass die obere Kante mit dieser Kante, wo ich eigentlich vorher gesagt habe, bündig ist. Sprich, ich wähle hier zum Beispiel in der Teilestruktur die Teile aus, rechte Maustaste, sind ja dieselben Befehle und sage zum Beispiel, das ist zu schnell gegangen, rechte Maustaste, ich möchte diese zwei oder diese drei Profile über zwei Linien kopieren oder verschieben, Entschuldigung, und sage hier, diese Kante, wenn ich hier in die Nähe fahre, die leuchtet nicht, das heißt, ich muss einfach in die Nähe dieser Kante kommen. Wenn ich hier mit der Maus klicke, ist diese Kante die nächste, das heißt, ich klicke hier auf diese Kante. Man sieht, jetzt ist sie gehighlightet und wähle einfach in der Nähe der Ebene, sprich in dieser Kante. Und dann sagt er mir, okay, das wären jetzt 100 mm. Will ich die nach 100 mm nach unten verschieben und ich bestätige mir, okay. Und diese ganzen drei Profile sind jetzt 100 mm nach unten geschoben. Man sieht hier jedoch diesen I-Träger, der ist natürlich nicht mitgeschoben worden, weil den habe ich nicht ausgewählt. Natürlich kann ich hier diesen Befehl nochmal auswählen und wähle hier einfach, der soll natürlich mit der Oberkante bündig sein. So, das heißt, ich habe hier einfach, das sieht man natürlich in der 3D-Ansicht besser, meine drei oder meine Profile alle auf die richtige Höhe gebracht. So, das heißt grundsätzlich, dies ist mein oberer Bereich. Das werde ich natürlich hier auch gleich wieder strukturieren. Ich kann natürlich hier auch rechte Maustaste klicken und eine neue Baugruppe und sage hier oberer Bereich. Sag hier, das ist einfach wieder meine Strukturierung. Sag übernehmen. Grundsätzlich habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit, diesen Bereich mit der rechten Maustaste zu kopieren. Das heißt, ich habe hier die rechte Maustaste geklickt und wähle den Balkon an, lasse hier auch aus und hier kann ich sagen, hierher kopieren und ich habe hier diesen oberen Bereich zweimal. Doppelklick auf das Teil und ich kann zum Beispiel sagen, okay, da kommen dann in Zukunft meine Steher rein, damit ich hier auch gleich meine Strukturierung habe. So. Diesen oberen Bereich, sprich, ich wähle diese Profile an, schiebe die per Drag und Drop in den oberen Bereich rein. So, ich möchte hier natürlich hinten Luft haben, das heißt, ich schneide diese Profile jetzt mal an, sage anschneiden an Kante, wähle hier den Luftspalt aus, ich sage hier im Prinzip 10 mm, dieses Profil an dieser Kante. Ich kann natürlich also wenn ich mehrere auswähle, ich habe jetzt diese zwei Profile ausgewählt und kann mit der rechten Maustaste denselben Befehl nochmal starten. Und jetzt sage ich, am gewählten Ende soll 10 mm Luft sein. Das heißt, jetzt hat mir Heikart, in der Draufsicht sieht man es natürlich besser, diese zwei Profile auf einmal auch angeschnitten. Also ich habe natürlich die Möglichkeiten, in allen Bereichen dies zu erzeugen. Jetzt beginne ich einfach mal mit den Anschlüssen. Das heißt, unter den Bauwesenfunktionen hat man hier die unterschiedlichsten Anschlüsse und ich sage im Prinzip einfach mal, ich möchte hier eine Endplatte erzeugen und ich habe hier, wähle das Profil am Ende des Bereiches aus und kann hier meine Werte eingeben. Man sieht hier zum Beispiel auch schon, wo oben, unten, links, rechts ist. Dies hängt natürlich damit zusammen, wenn ich ein Profil anklicke, dann sehe ich hier dieses Koordinatensystem, welches man im Heikart 2020 relativ einfach einschalten kann. Der blaue Pfeil zeigt zur Oberseite des Profiles. Das heißt, ich starte jetzt den Befehl nochmal. So, kann hier meine Halbzeuge auswählen, für mein Blech, kann die Werte eingeben. Das heißt, ich möchte oben jetzt bündig sein, unten kann er zum Beispiel ruhig um 150 drüber stehen. Links und rechts möchte ich jetzt auch 100 drüber stehen. Luftspalt möchte ich beibehalten. Die Ecken unten lasse ich raus. Profile um die Plattenlücken sollen natürlich gekürzt werden. Weiter geht es zu den Verschraubungen, wo ich natürlich hier aus meinen Verschraubungen und Katalogen auswählen kann,
Das lasse ich jetzt einfach mal. Den Bohrungsraster kann ich hier natürlich auch definieren. Der Abstand links, Abstand rechts ist jetzt, man sieht es hier, was da gemeint ist. Kann natürlich hier auch die Werte auch jederzeit ändern. Abstand zum Plattenrand oder den inneren Abstand. Ich möchte hier den inneren Abstand einfach mal auf 200 mm setzen. Vertikal habe ich jetzt einfach mal 50 mm drinnen. Das möchte ich dann auch zeigen, wie ich das nachträglich ändern kann. Galvanisierung brauche ich jetzt nicht. Die Schweißnähte möchte ich natürlich umlaufend haben, damit ich auch weniger Schweißnahtfahnen habe. Futterblech setze ich hier auf 0, weil ich brauche keines. Und den Sockel brauche ich hier auch nicht. Ich kann natürlich mit Vorschau oder okay diesen Anschluss jederzeit erzeugen. So, das heißt, ich habe hier diesen Anschluss erzeugt. Man sieht jetzt natürlich, dass ich das natürlich falsch gemacht habe, aber ich möchte es ja natürlich zeigen. Doppelklick aufs Feature und ich komme jederzeit wieder in den Anschluss rein und kann den Bohrungsraster auch definieren mit Versatz und alles Mögliche. So, ich sage jetzt im Prinzip, so wie hier ist zum Beispiel eingestellt auf zentriert. Die Werte sind mir jetzt auch, sage ich jetzt mal eher, für mich eher nebensächlich. Das heißt, ich sage einfach mal, der Abstand soll 250 sein. Mit Vorschau kann ich dies natürlich jederzeit aktualisieren und auch sehen. Man sieht hier zum Beispiel, ich kann natürlich auch Favoriten abspeichern. Dies ist jetzt, wird jetzt bei allen Anschlüssen nachgezogen. Ich arbeite hier mit Service Pack 1 bereits, um einfach die Sachen auch ein bisschen zu testen. Mit OK habe ich diesen Anschluss hier erzeugt und kann diesen natürlich auch jederzeit auf den anderen hinkopieren. Das heißt, ich wähle hier den Anschluss kopieren, wähle eine Kante aus und sage, dieser Anschluss soll hierher kommen. Ich möchte das natürlich hier auch gleich machen. Natürlich hier wird wahrscheinlich was rauskommen, was mir nicht passt, so wie man es auch sieht. Das heißt, ich habe den Anschluss einfach mal da und kann natürlich hier auch jederzeit die Werte auch abändern, was ich jetzt auch machen muss, damit dass es passt. Also ich habe einfach mal, sage jetzt mal einfach 150 und der innere Abstand mit 200 wird mir jetzt auch zu viel sein. Das heißt einfach mal 160. Klick die Vorschau an und habe hier jederzeit oder sofort die Änderung. Ist natürlich für diesen Träger viel zu groß, aber wie gesagt, das ist für mich jetzt, diese statischen Bemessungen ist für mich jetzt eher nebensächlich, ob die jetzt überdimensioniert sind oder auch nicht. So, geht natürlich weiter. Wie möchte ich diese Anschlüsse hier definieren? Ich kann natürlich, der einfachste Weg ist natürlich immer Gehrung und ich wähle die Enden der Profile an, was hier eigentlich im Prinzip eher kontraproduktiv ist. Das heißt, ich kann natürlich jederzeit sagen, okay, ich möchte, sage jetzt mal, diesen Gehrungsschnitt einfach mal der rechten Maustaste löschen. Von beiden Profilen werde ich das machen. Oder ich hätte auch rückgängig machen können. Ich möchte, dass diese dann verschraubt werden. Sprich, ich werde dieses oder so eigentlich werde diesen Träger hier nach außen bündig machen. Ah, ich habe noch die 10 mm Luft drinnen. Das heißt, ich wähle hier nochmal 0 und sage hier, die sollen außen bündig sein. Sprich, hier und hier. Ich möchte diesen Anschluss natürlich verschraubbar machen. Sprich, ich gehe hier einfach mal her und sage zum Beispiel, wähle einen weiteren Befehl aus und suche mir hier zum Beispiel diese Trägeranschluss-Profilanstieg. Das heißt, das anzuschließende Profil, dieses Profil soll an dieses Profil angeschlossen werden. Kann hier natürlich wieder die Werte eingeben. Das heißt, ich möchte unten und oben 0. Links und rechts muss ich natürlich, möchte jetzt auch 0 haben, damit es nicht übersteht. Dann die zweite Platte soll sie eingesetzt werden oder aufgesetzt. Möchte ich eine Steife haben? Wenn ja, wie groß soll sie sein? Die Verschraubung, welche Schrauben möchte ich hier haben? Das heißt, ich komme natürlich hier jederzeit auf meine Schrauben. Das heißt, ich möchte hier aber auf diese Norm gehen und M12 reicht. So, dann den wieder den Bohrungsraster. Die Werte werde ich danach kontrollieren. Wichtig ist hier noch die Verwendungsart, sprich die Teile bekommen automatisch hier eine Verwendungsart. Die Verwendungsart ist in weiterer Hinsicht dann natürlich für die Werkstättenzeichnungen wichtig. Und natürlich die Schweißnähte. Also im Prinzip meine Erfahrung ist, je weniger Schweißnähte ich hier angebe, umso übersichtlicher wird die Zeichnung. So, mit OK habe ich hier meinen Anschluss definiert und habe natürlich hier, wie man es wieder mal sieht, Werte vergessen zu einzustellen. Das heißt, ich gehe natürlich hierher und ändere von der zweiten Platte natürlich auch noch mal den Abstand und habe hier diesen sofort aktualisiert. So, was ich natürlich jetzt mache, ich werde diesen Anschluss wieder kopieren. Das heißt,
Sprich, dieser Anschluss soll natürlich von hier nach hier kopiert werden. Und möchte das gleiche auch mal hier machen. So. Muss natürlich schauen, was habe ich hier eingestellt. Sprich, beim Anschluss sieht man auch sofort, dass dieser Anschluss auch jetzt falsch ist. Und kann natürlich hier bei den Bohrungsrastern, das heißt hier bei diesem Wert, die 60 sind einfach hier zu viel, könnte hier zum Beispiel sagen, ich möchte diesen Wert weglöschen und ich möchte die Distanz abgreifen und das Wurzelmaß von diesem Träger haben. Das heißt, das wäre hier in diesem Fall 30. Sprich, das wird hier wahrscheinlich mit diesen Verschraubungen etwas knapp werden. Das heißt, kann natürlich dies auch jederzeit abändern, aber ich wäre jetzt einfach mal auf dem richtigen Wert und kann mir das natürlich hier jederzeit ändern. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte hier mal 30, 30 links und rechts überstehen lassen, wie Stirnplatte soll bleiben und den Bohrungsraster machen wir statt 30, 60. Und so kann ich das hier sehr schnell wieder abändern und weiter arbeiten. So, ich möchte jetzt gleich mal zeigen, wie das weitergehen könnte. Sprich, ich werde hier im Prinzip meine Positionierung machen. Und ich habe natürlich hier Vorlagen. Ich möchte mit Positionstexten arbeiten und sage einfach mal im Prinzip okay, damit Heikarten hier meine Positionstexte generiert. Natürlich im 3D ist es ganz wichtig, die Stückliste ist immer das Abfallprodukt. Ich möchte einfach mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier auf die Stahlbohrliste geklickt und mit Export Excel habe ich auf Knopfdruck sofort meine Excel-Stückliste. Wo ich hier eine Strukturliste sehe, dann wäre das eine Mengenliste, wo alles drinnen ist, die Profile aufsummiert, eine Sägeliste, die ist jetzt relativ unspektakulär, weil noch keine Anschnittssymbole sind, Bleche, welche Bleche habe ich hier? Geht dann unten natürlich noch weiter, die Schraubenliste, die Versandliste, wie die Baugruppen jetzt aufgebaut sind mit den Bildern, eine kurze Versandliste mit den Abmessungen, die Profilstabliste, das wäre die Profilstaboptimierung und die Zusammenfassung, was ich aktuell bis jetzt verbaut habe und bestellen muss. Also dies ist jetzt derzeit noch sehr klein. So, dann diese werden wir natürlich später nochmal generieren, wenn einfach mehrere Teile vorhanden sind. Wichtig ist bei mir, ich habe bei mir grundsätzlich eingestellt, nach welchen Kriterien sollen meine Zeichnungsnummern, sprich Positionsnummern, vergeben werden oder generiert werden. Das heißt, ich habe hier eingestellt, ich möchte als erstes die Projektnummer, danach den Bauabschnitt, danach den Fertigungsabschnitt und danach den Positionstext definieren. Also so wird meine Zeichnungsnummer generiert. Das ist natürlich frei konfigurierbar über diese Attribute, aber im Prinzip, ich habe es bei mir so eingestellt, sprich, ich muss jetzt Sorge tragen, damit das bei mir natürlich auch so funktioniert. Sprich, ich werde jetzt einfach mal die Konstruktion speichern und schließen und schaue mir einfach, im Helios habe ich diese Konstruktion ja geöffnet. So, das heißt, ich habe sie fälschlicherweise nicht hier reingelegt, dieses Projekt ziehe ich bei Drag und Drop in Schulung rein, damit sie auch richtig ist. Und ich möchte hier an dieses Dokument meine Stammdaten bearbeiten. Und ich sage, der Bauabschnitt ist im Prinzip für mich BA oder B für Balkon von mir aus und SD für Stahlbau. So. Diese Werte, die sind einfach bei mir definiert, dass ich das erzeugen muss oder will. Deswegen, weil die Attribute auch beim Laden neu generiert werden. Und jetzt möchte ich einfach mal sagen, er soll mir positionieren und speichern. Dann werden auch meine Werte und Konstruktionssachen erzeugt. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Zeichnung ansehen. So, ich möchte mit dem ersten Träger beginnen. Und Heikart erzeugt mir jetzt die erste Werkstättenzeichnung nach meinen Einstellungen. Man sieht hier den Maßstab, was er jetzt gewählt hat, und hat für mich die Teile definiert. Was ich jetzt gesehen habe, im Prinzip, das war dieser Träger,
Ja, war das, glaube ich. Kann hier jederzeit hergehen und sagen, zum Beispiel, ich möchte eine verknüpfte Konstruktion. Und er sagt mir, diese Zeichnung ist aktuell. Und man sieht hier, weil ich schon vorher gespeichert habe, fehlen mir hier diese zwei Attribute, weil ich im Prinzip dies vorher fälschlicherweise vergessen habe. Was ich jetzt einfach ganz einfach mache, ich führe eine manuelle Neuberechnung durch, dass alle Teile für mich neu berechnet werden, weil ich möchte natürlich die richtigen Zeichnungen oder Zeichnungsnummern haben, weil ich es einfach vorher vergessen habe. Aber solche Sachen passieren. Das heißt, ich möchte, gehe wieder in die Ribbon-Verwaltung BIM, sage Zeichnung, dann sagt er mir, das muss erst positioniert und gespeichert werden. Jetzt werden die Zeichnungsnummern neu generiert bei mir. Und er sagt mir, diese Zeichnung ist nicht aktuell. Ich möchte diese Zeichnung aktualisieren. Jetzt aktualisiert er mir die Zeichnung. Hat sich natürlich jetzt nichts geändert. Und ich schaue jetzt diese Zeichnung nochmal an. Das heißt, ich kann natürlich hier auch direkt auf das Teil gehen und komme in die Zeichnung. Ich werde hier nochmal schnell speichern, damit man das auch sieht. Zum Beispiel hier sieht man VI01, Video 01, Bauabschnitt B, Stahlbau und Profil 100. Das ist jetzt einfach meine sprechende Zeichnungsnummer. Wie gesagt, das sieht bei jedem natürlich komplett anders aus. So, wichtig dabei zu sehen ist einfach, dass die Zeichnungen manuell kommen und ich kann natürlich hier auch, sage jetzt mal, ich beginne einfach mit den Einzelteilzeichnungen. Die sollen ganz bewusst jetzt erzeugt werden, weil ich natürlich dann in weiterer Hinsicht auch zeigen möchte, was passiert, wenn ich Änderungen mache. Sprich, dieser Balkon ist jetzt ja noch freitragend. Das heißt, er würde jetzt nicht ganz auf der Baustelle so halten, wie man sich das vorstellt. Sprich, ich muss noch Steher einbauen und die Träger bekommen dann noch weiter Hinsicht natürlich noch Bohrungen. Und wie verhält sich das einfach bei den Werkstättenzeichnungen? Weil das ist ja einfach immer ganz wichtig zu sehen, wie kann ich das ändern? Ich möchte hierbei einfach mal zeigen, was Heikart mir hier macht. Das heißt, er macht mir hier die ganzen Zeichnungen von den Einzelteilen nach den jeweiligen Einstellungen, die man einfach gemacht hat. Und das sind jetzt einfach meine Grundeinstellungen, die ich natürlich habe. Man sieht hier auch ganz kurz immer wieder, dass ich die Maßhilfslinien punktiert habe, weil es einfach beim Ausdrucken sehr viel übersichtlicher ist und dass die immer dass die ungekürzt sind. Weil einfach meiner Erfahrung nach, die ist einfach den Leuten viel besser zeigt, was man gemacht hat. So, das heißt, ich möchte hier dann einfach noch einen Steher, oder nicht einen, aber ich möchte hier noch Steher einbauen. So, dazu kann ich zum Beispiel diese Ebene, die ich vorher schon gehabt habe, zum Beispiel nach unten ziehen und wähle hier einfach mal im Stahlbau meine Profile aus. Das heißt, ich gehe hierher und sage zum Beispiel, ich möchte hier einen HIA, sage jetzt mal 140 wird erreichen, 20 wird reichen, bei mir öfters. So, das heißt, ich möchte den mit einem Punkt einbauen. Er soll senkrecht sein. Ich könnte hier gleich einen richtigen Wert eingeben, aber ich möchte natürlich das später dann ändern oder außerdem weiß ich sonst so nicht, wie lange es sein soll und wähle hier zum Beispiel diesen Punkt an. Diesen Punkt an. So, das heißt, Heikart stellt mir dieses Profil automatisch her und ich kann natürlich hier weiterhin diesen Punkt und diesen Punkt auch noch angehen. So, das sind natürlich meine Steher. Diese ziehe ich per Drag und Drop in den Bereich Steher rein, damit ich dann das wieder ordentlich strukturiert habe. Ja, so. Weiters möchte ich hier einfach mal unten gleich meine Fußplatte erzeugen, wo ich jetzt einfach mal auf Grundeinstellungen, so jetzt links, rechts, sagen wir, machen wir einfach mal überall 50 Abstand. So, mit OK baue ich ein. Also ich baue relativ schnell mal was ein, damit ich einfach sehe, was habe ich eingestellt. Man sieht, ich habe jetzt noch komplett den Blödsinn, weil ich auf die natürlich auf die Abstände der Schrauben wieder vergessen habe. Sprich, jetzt einfach mal 150 und 150 oder so. Zwei Stück zwischen Abstand 150, 150. Die Platte wird natürlich jetzt sicher noch zu klein sein.
Das heißt, ich wechsle hier auf 100, 100. So. Ja, die kann ich natürlich noch. Die 50, 60 werden reichen. Kann natürlich auch fixe Abstände eingeben. Das ist natürlich der einige. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie ich die angeben kann. So, natürlich möchte ich diesen Anschluss wieder kopieren auf alle drei. So. Profile, die werden natürlich gleich mit den richtigen Werten definiert. So, jetzt beginne ich dann weiter und sage einfach mal, das Profil soll nach oben geschoben werden oder gezogen werden, damit ich einfach mal weiß, wie wird das mal grundsätzlich dann aussehen. Weil ja bei solchen Fällen geht es natürlich sehr viel um die Optik. So, ich wechsle einfach mal in die Voransicht und sehe, okay, was habe ich da? Im Prinzip möchte ich jetzt einfach mal, dass diese Träger links und rechts noch verschoben werden. Das heißt, ich gehe hierher, wähle einfach nur das Profil aus, fälschlicherweise natürlich wieder, und sage hier, es soll um 350 nach innen gezogen werden. Dasselbe mache ich natürlich hier auch. Um 350 und in der Mitte soll es bleiben. Das muss ich dann individuell schauen. Natürlich habe ich jetzt fälschlicherweise natürlich die inneren, also die Platten vergessen. Diese kann ich natürlich mit dem Aktualisieren an die richtige Stelle ziehen. Ich könnte es natürlich schieben, aber natürlich, das will ich jetzt nicht. Hacker soll mir das automatisch machen. Dies macht er deswegen nicht automatisch, weil es eine reine Performance ist. So. Jetzt kann ich natürlich hier die nächsten Anschlüsse anschauen. Das heißt, die Anschlüsse sind so im Prinzip sind so immer gleich von der Bedienung her das Profil, was ich haben will, an das, was angeschlossen werden soll. So, dann hätte ich hier natürlich auch die Möglichkeit, auf Tastanschlüsse zu gehen, was ich jetzt aber gar nicht haben will. Ich möchte hier nur eine mittlere Steife haben. Die Verschraubung wechsle ich natürlich hier auch wieder auf meine Schraube ohne Schaft. Kann natürlich auch die Beilagscheiben und alles Mögliche definieren, den Bohrungsraster. Ich sage einfach mal Vorschau. Im Prinzip, man geht natürlich vorher immer über die Vorschau. Dann sehe ich, okay, was würde ich hier jetzt im Prinzip einbauen? Würde das funktionieren? Ja oder nein? Könnte natürlich bei der Verschraubung auch sagen, okay, die Verschraubung, damit es richtig dargestellt wird, soll natürlich unten dargestellt werden. Man sieht hier zum Beispiel auch welche, könnte natürlich andere Beilagen angeben. Zum Beispiel, weil ich vielleicht nicht so große haben möchte. Zum Beispiel und auf der zweiten Seite soll es auch sein und ich möchte aber auf M12 wechseln mit welcher Norm und habe hier mit OK eigentlich diese Verschraubung auch sofort abgeändert. So, natürlich wieder nutze ich wieder diese Kopierfunktionen, dass hier da in diesem Bereich muss ich natürlich noch schauen, ob das dann passt, weil das wird mit den Steifen wahrscheinlich nicht ganz zusammenpassen. Ich werde jetzt hier zwei Steifen haben. Was ich natürlich hier auch über die Kollisionsprüfung machen kann, aber das weiß ich im Prinzip jetzt. Das heißt, ich würde hier im Prinzip habe ich hier eigentlich zwei Steifen übereinander liegen. So, welche Möglichkeiten habe ich natürlich? Eine Möglichkeit wäre hier, nee, eigentlich bei dem Anschluss würde ich es nicht machen. Ich würde hier bei diesen einfacher. Dass ich hier das Teil anklicke, dann sehe ich nur diesen Anschluss und sage hier im Prinzip, okay, diese Steifen in der Mitte sollen auch nicht erzeugt werden, weil die möchte ich jetzt wirklich komplett manuell erzeugen, weil ich nur selbst darauf achten will. Oder ich will gar keine, wie auch immer. Aber man hat hier natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, eine Steife einzubauen auf diesem Profil. Und ich sage hier senkrecht zum Bezugspunkt, muss natürlich einen Punkt angeben. Der einfachste Weg hier ist natürlich der J-Punkt, weil das ist dann in der Mitte des Punktes und muss natürlich schauen, wo ist jetzt rechts oder links. Das heißt, man sieht hier links, okay, natürlich Vorschau und habe hier sofort die richtige Steife an der richtigen Stelle. Ist natürlich hier etwas zu dick. Aber dies kann nicht, falsche, den wollte ich jetzt nicht. Diese Steife kann ich natürlich jederzeit auch abändern, dass ich auf ein 10 mm
steifen Blech komme. So, im Prinzip habe ich hier meine Bühne fertig oder mal definiert, wo ich natürlich jetzt auch bei den Werkstättenzeichnungen nachschauen kann. Das heißt, sprich, ich muss wieder die Zeichnung aktualisieren, sprich, Heikat muss die Positionsnummern generieren, neu aktualisieren, ins Helios übertragen und somit habe ich dann auch wieder die Auswahl der richtigen Zeichnungen oder Teile. Das heißt, sprich, diese Zeichnungen sind nicht aktuell. Mich interessiert eigentlich jetzt nur dieser Träger. Das sieht man, dieser vertikale, dieser gerade Träger. Da wird hier jetzt einfach die Zeichnung aktualisiert. So, die anderen Zeichnungen sind für mich jetzt nebensächlich. Das heißt, ich möchte hier natürlich von diesem Träger die Zeichnung anschauen, weil natürlich hat man jetzt gesehen, ich habe eingestellt, ich möchte immer auf A4 meine Zeichnungen haben, aber was bei diesem Träger einfach, es wird hier schon gehen, aber grundsätzlich habe ich hier natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte hier auf A3 bei diesen, ich möchte hier auf A3 wechseln. Weil einfach viele mehrere Bearbeitungen drauf sind. Sprich, meistens ist das typisch, wenn man so eine Treppenwange hat, dann will man das auch nicht auf A4 haben. So, das heißt, ich habe hier die aktualisierte Zeichnung mit Speichern, ist auch dies alles wieder korrekt und fertig. Das heißt, diese Einstellungen wurden dann auch wieder gespeichert. So, dann möchte ich jetzt noch ganz kurz ein Geländer drauf bauen. Das heißt, ich habe hier im Bauwesen meine Möglichkeit, ein Geländer zu erzeugen. Sprich, ich wähle die Kanten oder sprich die Profile an und habe hier schon mal die Vorschau für mein Geländer. Mit der mittleren Maustaste kann ich natürlich dies jederzeit oder muss ich dies übernehmen, so muss ich eigentlich sagen. Und kann grundsätzlich mal sagen, bin im Geländerkonfigurator und kann grundsätzlich mal sagen, will ich es jetzt aufgesetzt oder vorgesetzt haben. Ich werde jetzt das mal aufgesetzt lassen. Das heißt, ich wechsle hier, dass er nach außen ein bisschen geht auf der Ausgangsseite. Kann hier bei der Postenaufteilung dann auch meinen Pfostenabstand eingeben oder in weiterer Hinsicht dann individuelle Postenaufteilungen machen, was ich in diesem Bereich vielleicht eventuell nach anschauen muss. Habe hier natürlich die Möglichkeiten Abstand Ecke, wie soll die Ecke sein, der Anfangsabstand, Endabstand. Ich wechsle hier einfach mal da auf 100, 100 und dem Eck soll die 250 sollen, also 100, 100, 100, so jetzt 100, 100 und habe hier sofort meine geänderten Werte. Dann, welchen Pfosten möchte ich haben? Ich sage jetzt, alle Pfosten sollen gleich sein. Wähle natürlich die aus meiner Bibliothek aus oder habe natürlich die Möglichkeit, auch mir selbst welche zu definieren. Wir sollen einfach mal dieser Standardpfosten bleiben. Beim Handlauf, welchen Handlauf möchte ich haben? Soll auch dieser sein oder kann natürlich auch wieder selbst welche definieren. Welchen Füllungstyp möchte ich haben? Ich habe hier natürlich die verschiedensten Möglichkeiten von Glasgeländer, Knieleisten, Gurte oder ich baue mir selbst ein Geländer und kann das hinterlegen. Ich möchte hier einfach mal mehrere Teile drinnen haben, damit auch die, wie soll ich sagen, dass mir einfach viele Teile drinnen hat. Fußleiste brauche ich jetzt keine. Die Pfostenunterkonstruktion soll natürlich jetzt Anschluss oben sein. Wir haben natürlich die verschiedensten Möglichkeiten unten, seitlich, vorne. Dies kann ich natürlich jederzeit auch beliebig erweitern. Dann die, wie soll der Pfosten an den Handlauf angeschnitten werden? Ich sage jetzt mal, zum Beispiel, ich habe natürlich verschiedene Möglichkeiten. Anfangsbogen, Endbogen, habe ich eine Konsole. So, zum Beispiel, ich möchte einfach eine Verbindung mit Dorn haben, mit ca. 100 mm von oben. Der Handlauf soll hier auf Gärung geschnitten werden. Für die Handlaufteilung, in diesem Fall könnte ich natürlich hier auch noch einen, sag jetzt mal Einschiebling definieren, wo ich sage, okay, ich habe hier zum Beispiel ein Stahlrohr. So, muss natürlich jetzt schon wissen, was ich, ja, das heißt, ich habe 42 mal 2 zum Beispiel, möchte einen Einschiebling haben. Wo soll dieser Einschiebling oder Teilungsabstand sein? Sprich, im geraden Segment auf 5 Meter, eigentlich, sage ich jetzt mal, Handlaufteilen
lass mal jetzt weg, weil es sind nur 5 Meter, aber das könnte ich grundsätzlich machen. Mit okay wird mir dieses Geländer erzeugt. Jetzt muss ich Heikert eine kurze Nachdenkpause geben, weil einfach Heikert muss das alles berechnen und definieren. Und somit habe ich hier auch automatisch mein Geländer erzeugt. Und dies habe ich natürlich in allen Ansichten sofort parat. So, ich möchte jetzt trotzdem die Gleichteilsuche nochmal machen und dies speichern, weil ich möchte hier einfach trotzdem nochmal auf die Stückliste oder die Stückliste zeigen. So. Das heißt, wenn ich hier eine Stückliste erzeuge, dann habe ich natürlich hier jetzt wesentlich mehrere Teile drinnen, auch mit Anschnittwinkeln. Und dies gebe ich jetzt trotzdem nochmal ans Excel aus, einfach mal zu sehen. Ich sage jetzt mal die Summe, die Strukturliste wieder, die Mengenliste, jetzt sind schon viel mehr Teile drinnen. Die Profilsummenliste, die Sägeliste, jetzt sieht man dann auch die Symbole und alles Mögliche. Dann die Versandliste mit den erweiterten Bildern, die ich jetzt habe. Und hier die Profilstaboptimierung. Das heißt, wie muss man das jetzt schneiden, um bestmöglich die Teile rauszubekommen. Und hier die Zusammenfassung, was ich bis jetzt alles erzeugen muss. So, das heißt, ich habe im Prinzip hier meinen Balkon erzeugt. Im Prinzip fehlen mir natürlich hier noch irgendwelche Querstreben für den Gitterrost, was auch immer. Das ist für mich jetzt aber nebensächlich, weil die Art und Weise ist ja immer dieselbe. Ich möchte das jetzt nochmal auf ein Blatt bringen. Das heißt, ich bin jetzt in den Blattbereich gegangen, sage wie vorhin auch 4 Ansichten im Modell, im Layout, ziehe die ein bisschen auseinander, damit ich das einfach mal besser sehe. Füge hier einen Zeichnungsrahmen ein. Dieser soll mir jetzt ausgefüllt werden und der Maßstab soll vorgeschlagen werden. Und jetzt sagt er mir, er braucht mindestens 27. Ich sage jetzt einfach 1 zu 30 soll er nehmen. Wähle hier natürlich die Darstellungsarten aus. Eventuell mache ich diesen Rast oder diese Radiansicht auch vielleicht etwas kleiner. So, 1 zu. So, kleiner habe ich gesagt, natürlich als 50, natürlich so war das jetzt gedacht. So. Ziehe die ein bisschen auf die Seite und kann natürlich dies mir beliebig anordnen, um einfach das ein bisschen besser darzustellen. So, die Ansicht ziehen wir ein bisschen nach oben, die Ebenen lösche ich. So, das heißt, ich möchte hier wiederum eine Schnittansicht machen, so wie wir das ja auch schon im Modell gesehen haben. Okay, ich habe jetzt noch eine Ebene drinnen, diese lösche ich da raus, weil ich jetzt ja senkrecht auf diese genau auf diese Ebene geschaut habe. Und jetzt lege ich meinen Schnitt hier einfach mal durch. Die dahinterliegenden Teile sollen auch erzeugt werden und lege meinen Schnitt hierher. So, um es ein bisschen besser darzustellen, sage ich hier einfach mal, ich brauche ein weiteres, nicht ein weiteres, ich brauche ein Detail von diesem Bereich. So. Dieser Bereich soll mir dargestellt werden im Maßstab 1 zu 10. Sag erzeugen. Legen mir dieses Detail hierher und habe hier zum Beispiel auch mein Detail, wo ich genau, also das muss man auch mal treffen, genau durch einen Steher geschnitten habe. So, das heißt, machen wir es so. Sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Das heißt, ich habe einfach diese Schnitt oder diesen Schnittansicht geändert. Dies wirkt sich jedoch aufs Detail nicht mehr aus. Das heißt, das Detail ist hier im Prinzip genau dadurch geschnitten worden. So, das heißt, ich gehe hierher, sage hier letzte Ansichtstransformation zurück, dass es wieder da ist. Kann hier jedoch am einfachsten sage ich hier, dieses Teil soll einfach ausgeblendet werden, damit ich das hier besser sehe. Ich mache dieses Detail einfach noch ein bisschen größer, damit man das besser sieht. So, und habe hier mein Detail, was ja sehr oft fürs Ausreden ganz wichtig ist. Ich kann natürlich hier jederzeit meine Höhenquote legen. Das heißt, damit man
sich jetzt auch nicht irgendwas fälschlicherweise definiert oder sagt. Natürlich, Maße ist natürlich auch ganz selbstverständlich. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, von hier, hier. So. So, das heißt, dass ich meine Maße sehe, damit man einfach immer weiß, von was man redet. Natürlich, jedes Teil weiß, was es ist. Sprich, ich kann natürlich hier auch die Beschriftungen, die ich mir selbst hinterlege, jederzeit definieren, dass man einfach sieht, okay, welche Teile um welche Teile handelt es sich. So, zum Beispiel. Sag ich gleich nochmal. Aber diese Beschriftungen kann ich hier jederzeit erzeugen. Wichtig ist für mich aber auch, viele wollen dann immer wieder gewisse Sachen genauer sehen. Das heißt, wie wurde das angeschlossen? Das heißt, ich sage hier, im Prinzip möchte ich eine Kugel ausschneiden mit einem Durchmesser, sage ich jetzt mal, von 800 mm. Sage okay. Lege dieses Detail hier her und sage, die Voransicht soll jetzt mal da sein. Das mache ich natürlich größer, sage jetzt mal 1 zu 5 und habe das hier in dieser Darstellung. Dies kann ich natürlich dreidimensional herdrehen und das ist natürlich für die Anwender, sprich für die Kunden, sieht dies natürlich ganz anders aus. Kann natürlich auch jederzeit hergehen und sagen, okay, dieses Geländer gehört natürlich auch zu mir, für mich zum Balkon rein. Das heißt, ich habe das jetzt mal reingetan. Möchte, dass sie, weil ich die Struktur geändert habe, dass sie aktualisiert wird. Ist jetzt aber im Prinzip komplett nebensächlich. Aber was ich haben möchte, ist, damit die Kunden das vielleicht auch besser sehen, dass ich hier eine, also 3D-Standard, Entschuldigung, dass ich hier eine Textur drauf gebe. Das heißt, ich kann natürlich hier auch mit Bildern arbeiten und dies auch den Kunden auch wesentlich besser darstellen, was sie dann auch haben wollen. So wie hier sieht man zum Beispiel, ich möchte dieses Blech steht über und dann mache ich hier einfach mal minus 10 und habe hier im Detail das gemacht. Diese Detailansicht hat eine spezielle Angelegenheit, dass man hier nach der Änderung halt einfach aktualisieren muss. Es ist schon richtig da, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. In diesen Ansichten sehe ich das dann sofort und habe automatisch hier einen Balkon mit Geländer erzeugt. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat und würde mich freuen, wenn ich da ein Feedback bekommen würde, was ich in weiterer Hinsicht auch noch machen könnte.